herzlich willkommen. Der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Opladen stellt sich vor. Hallo, ich bin Sabine Luca, Mama von 3 Kindern. 2 davon sind hier auf der Schule. Ich arbeite in einem Stoffgeschäft und führe ein kleines Kleinunternehmen. Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein großer Karnevalsfan und dass der Förderverein da so im Karneval mithilft, das ist so eine Herzenssache für mich. Auch einfach nur, weil ich so ein Karnevalsmensch bin und so die ganzen kleinen Sachen, ne, dieses hintendran, die Schule kriegt oder die Kinder der Schule kriegen es nicht so ganz mit eigentlich und das, aber sie freuen sich halt und das kriegen wir mit. Der Förderverein hilft unter anderem bei der Organisation, bezuschusst die Kamelle und kauft noch ein paar mehr für die Karnevalsdisco an Weiberfastnacht in der Schule. Hallo, ich bin die Kirsten Grühl. Ich bin 49 Jahre alt und ich habe seit jetzt fast 4 Jahren einen Sohn hier auf der Schule. Das größte Projekt, was wir gefördert haben, das sind die digitalen Tafeln. Das ist ja das, was man sich heutzutage für jede Schule und für jedes Grundschulkind wünscht. In dem Bereich liegt der Zuschuss des Fördervereins immerhin bei etwa 35.000 Euro. Geld, das auch wieder reinkommen muss. Zum einen durch die Beiträge der Mitglieder, also der Eltern, Tanten oder auch Opas. Und es gibt kleine Dinge, die Geld bringen. Zum Beispiel Kinderschminken beim Neustadtfest in Opladen. Ja, ich bin der Panagiotis Michalidis. Das ist ein griechischer Name. Meine Freundin nennt mich Jotti. Ist kürzer und einfacher sich zu merken. Das erste große Projekt war das Zirkusprojekt, was ich hier miterlebt habe. Und das kannte ich so gar nicht. Von der Schule, dass ein ganzes Zelt auf dem Hof aufgebaut wird und dass die Kinder wirklich was dafür lernen. Jeder in seiner eigenen Gruppe. Da gab es ja die Magier, die Clownsgruppe, die Akrobaten. Ohne Sponsoren ist das nicht möglich. Die wurden damals alle durch den Förderverein angesprochen. Außerdem bewirbt sich der Förderverein bei großen Firmen, die Sozialprojekte fördern. Ja, hi. Also ich bin Melanie Steinhäuser. Ich bin 38 Jahre alt und habe 2 Töchter an dieser Schule. Die GGS Opladen hat halt einfach dieses offene Konzept, dieses individuelle Konzept. Das heißt, egal wie das Kind drauf ist, was es für Stärken, Schwächen hat, es wird immer genau in diese Richtung gefördert. Und das finde ich halt unheimlich toll. Ob es jetzt ein Kind ist, das sprachlich begabt ist oder eher mathematisch oder gerade Schwierigkeiten in dem einen oder dem anderen Fach hat. Dafür ist auch eine schöne Lernatmosphäre wichtig. Und da ist dann wieder der Förderverein am Start und hat die Sitzgruppen am oberen Standort gezahlt. Oder auch die Bienenhotels, die oben und unten stehen. Hallo, mein Name ist Caroline Groß. Meine Tochter Lena geht hier in der GGS Opladen in die 4. Klasse. Irgendwie als erstes fällt mir dann immer das St. Martinsfest ein, wo der Förderverein, glaube ich, diesem Fest den eigentlichen Rahmen auch gibt. Ohne den Förderverein würde dieser Abend ja überhaupt nicht stattfinden oder ganz anders nur stattfinden, denn ich glaube, dann wäre kein Pferd, keine Musikkapelle da. Und keine Wegmänner. Bleiben wir beim Süßkram. Das obligatorische Kuchenbacken gibt es manchmal auch, zum Beispiel beim Trödelmarkt. Und hier fließen dann auch die Einnahmen der Standgebühren in die Kasse. Hallo, mein Name ist Jörg Klein. Ich bin Vater von einem Sohn, der ist jetzt in der 4. Klasse, der Max. Und ich bin im Förderverein als Kassierer tätig. Also es gibt natürlich viele wichtige Projekte, Digitalisierung und. Aber was ich immer wichtig fand, ist halt die Unterstützung derer, die sich halt den Alltag in der Schule nicht immer leisten können. Ob das jetzt Sachunterstützung ist durch Lernmaterial, durch den Förderverein, beim Mittagessen oder bei Klassenfahrten oder bei Ausflügen. Oder bei der Unterstützung von ganz besonderen Projekten, wie der Produktion des Schulsongs. Ja, und es werden natürlich auch jedes Jahr Waffeln gebacken auf dem Christkindchenmarkt in Opladen. Es gibt viele kleine und große Themen, die der Förderverein unterstützt. Es lohnt sich auf jeden Fall und Ihre Unterstützung ist ganz einfach. Werden Sie Mitglied für 12 Euro im Jahr, das ist der Mindestbeitrag. Sie dürfen natürlich auch mehr zahlen oder einmalig spenden, selbst aktiv werden, Ideen einbringen. Jede Hilfe, klein oder groß, hilft. Und zwar Ihrem Kind.